Der CS-Turnaround-Management bei uns am IFZ, das ist einzigartig in der Schweiz. Der Markt ist natürlich auch beschränkt, das sind Spezialisten, die hier zusammenkommen. Und ich glaube, uns ist es gelungen, dass wir alle Experten, also die wesentlichen Experten aus der ganzen Schweiz, hier vereinen können, um eine Ausbildung so auf die Beine zu stellen. Wir reden von Unternehmenskrisen. Unternehmenskrisen müssen wir unterscheiden von existenzbedrohenden Krisen. Wenn also eine Firma während langer Zeit massiv Verluste macht, das ist das eine. Wir reden aber auch von Krisen, die früh anfangen und in einer falschen Strategie. Und das ist genauso gefährlich, man sieht es eben nicht. Unsere Teilnehmenden, das sind alles erfahrene Berufsleute. Die Personen haben alle sehr viel gesehen, einen eigenen Weg gemacht und bringen sehr viel Erfahrung mit. Wir lernen voneinander. Und wir schaffen auch das Umfeld, dass die miteinander in Diskussion kommen. Wir haben eine gute Mischung von Experten aus der Branche, die in der Beratung arbeiten, in Banken arbeiten. Und die bringen Fallbeispiele mit. Wir haben festgestellt, dass CS Turnaround Management aus Zertifikat von der Hochschule Luzern im Markt aussen doch eine klare Signalwirkung hat. Und dass so Leute auch gesucht sind. Der Ausschlag war vielleicht, dass ich mich beruflich verändert habe und mich am Willen noch etwas breiter aufstellen. Aber grundsätzlich hat mich das Gebiet interessiert. Unter anderem auch, weil meine Berufserfahrung zwar einen Teil davon abdeckt, aber gewisse Aspekte, die einfach noch im Dunkeln waren, die diesen Kurs eben beleuchtet. Das CAS kann ja viele Bereiche beleuchten. Aber im Endeffekt kommt man eigentlich irgendwie mit einem sehr guten, breiten Informationspaket wieder aus dem Kurs raus, was einem noch nicht zu einem Spezialist macht, aber wo einem hilft, wenn man in so einer Situation rein ist, sich dann auch besser zurechtfinden. Die Highlights vom Kurs sind die verschiedenen Disziplinen, die in den Turnaround reinkommen, die durch praxisnähe Dozenten in einer sehr verständlichen Form weitergegeben werden. Die Feedbacks sind sehr positiv, im Sinne auch, man hat etwas dazugelernt. Es ist ja nicht die Idee, dass wir Theorie vermitteln. Die Idee ist, dass wir Wissen, das wir haben, draussen in der Wirtschaft zusammenbringen und erweitern, so dass Firmen, die Hilfe brauchen, wo sie in einer Unternehmenskrise geschlittert sind, das auch bekommen.